Hallo zusammen. Sport ist ein aufreibendes Kräftemessen unter Profis. Im Vorfeld jedes Matches oder Wettbewerbs treffen sie kräftezehrende Vorbereitungen und sind zuweilen für alles Mögliche bereit, um zu gewinnen. Aber das heißt nicht, dass Sport ein einziger Titanenkampf wäre. Auch hier gibt es immer Platz für Menschlichkeit, Respekt vor dem Gegner und einfach nette, bewegende Gesten. Sie erlauben den Zuschauern, ihre Lieblingssportler und ganz unbekannte Athleten mal von der anderen Seite zu erleben. Und genau davon handelt unser heutiges Video. Lasst uns loslegen. In einem Spiel zwischen Dynamo Kiew und Dnipropetrovsk hat der Außenstürmer des Kiewer Fußballvereins und Nationalspieler Oleg Gusev in Todesgefahr geschwebt. Er und Dnipro-Keeper Dennis Boyko gingen gleichzeitig zum Ball. Boyko sprang, hob das Knie an und traf Gusev mit voller Wucht am Kopf. Natürlich aus Versehen, aber in dem Moment spielte es keine Rolle. Nach dem heftigen Zusammenprall ist Gusev K.O. gegangen und blieb am Boden regungslos liegen. Der Fußballer hatte seine Zunge verschluckt und einen Krampfanfall bekommen. Er war nur wenige Sekunden vom Tod entfernt. Am schnellsten hat darauf ein Gegenspieler, nämlich Dnipros Mittelfeldspieler Java Kankava, reagiert. Er hat es irgendwie geschafft, Gusev die erste Hilfe zu leisten, wobei er wie ein qualifizierter Notfallarzt agiert hat. Kankava hat seinem Gegner das Leben gerettet, aber dieser musste trotzdem auf der Bahre das Spielfeld verlassen und ins Krankenhaus gebracht werden. Mitunter erlebt man Bekundungen normaler menschlicher Anteilnahme völlig unerwartet und bei einer ganz überraschenden Person, nämlich bei einem Gegner. So hat Uruguays Stürmerstar Edinson Cavani 2 Tore gegen die portugiesische Nationalmannschaft geschossen und damit seinem Team den Weg ins Viertelfinale geebnet. Doch er konnte das Spiel nicht zu Ende spielen. Er wurde verletzt und war gezwungen, das Spielfeld zu verlassen. Hinkend begab er sich zur Spielerbank und da ist dem Uruguayer, nein, kein Mitspieler von ihm, sondern der Star der Gegnermannschaft Cristiano Ronaldo zur Hilfe gekommen. Cristiano quiere apurar la salida de Cavani. Er stützte ihn Arm in Arm und geleitete ihn vom Spielfeld. Und obwohl Portugal gegen Uruguay am Ende mit 2:1 verloren hat, verdient diese Tat von Ronaldo auf jeden Fall großen Respekt, nicht wahr? Jack Sock ist ein US-amerikanischer Tennisprofi, Olympiasieger, vierfacher Sieger der Grand-Slam-Turniere und ein toller Kerl. Die Liste seiner Turniersiege ist echt beeindruckend, aber es hindert Jack kein bisschen daran, ein guter Mensch zu bleiben. Und dafür gibt es jede Menge Beispiele, wie etwa ein Vorfall beim Hopman Cup. Dort wurde eine Linienrichterin von einem harten Aufschlag des Spaniers Feliciano Lopez am Kopf getroffen. Autsch. Es war wohl genauso schmerzhaft, wie es aussieht, denn der Ball flog mit einer Geschwindigkeit von etwa 204 km/h. Jack schien um die Gesundheit der Linienrichterin ernsthaft besorgt zu sein, denn er lief zu ihr, strich zärtlich über die getroffene Stelle und gab ihr anschließend noch einen Kuss auf die Stirn und strich sie wieder über den Kopf. Möglicherweise war es ein besonderes, sportliches, schmerzlinderndes Ritual. Wie dem auch sei, schien sowohl die Linienrichterin als auch Sock zufrieden zu sein und die Zuschauer auf der Tribüne waren erst recht begeistert. Und nur Lopez schien kaum etwas davon mitzubekommen, was sich auf der anderen Seite des Netzes abgespielt hat. Szenen, in denen sich Sportler mit ihren jungen Fans unterhalten, kann man wohl als die bewegendsten Momente überhaupt bezeichnen. Dem Eishockeyspieler Jordan Toto ist auf dem Weg in die Umkleide ein Bube aufgefallen, der ihm seine Hand zum Abklatschen hinhielt. Toto hätte ihn einfach mit einem High Five begrüßen können, was dafür ausgereicht hätte, um den Jungen zu erfreuen. Aber der Sportler beschloss, mehr daraus zu machen. Ja, Toto hat dem Buben den Tag versüßt oder ihm vielleicht sogar die schönste Erinnerung seines Lebens geschenkt, indem er ihm seinen Schläger als Geschenk überreicht hat. Habt ihr jemals irgendjemanden gesehen, der sich über irgendetwas so sehr gefreut hat? Später stellte sich heraus, dass der Glückspilz Camden Smith hieß und dass er im Alter von 4 Monaten zum ersten Mal bei einem Eishockeyspiel dabei war. 2014, als Camden den Schläger geschenkt bekommen hat, war er fast 6. Der Junge war also sein ganzes Leben lang ein Eishockey-Fan. Tja, kein Wunder, dass er so begeistert war. Manchmal ist der olympische Geist etwas mehr als einfach nur der Wunsch, als Erster ins Ziel zu kommen. Manchmal ist es nicht nur der Wille zum Sieg, sondern auch die Fähigkeit, in jeder Situation Mensch zu bleiben. Während eines 5000-Meter-Laufs der Frauen bei den Olympischen Spielen in Rio spielte sich eine der dramatischsten Szenen dieses Sportevents ab. Als die Läuferinnen die halbe Strecke bewältigt haben, ist die Neuseeländerin Nikki Hamblin gestolpert und zu Fall gekommen. Oops, there's a fall at the back of the field here, there's a couple of runners down. Abby D'Agostino aus den USA, die hinter ihr herlief, ist über sie gestolpert und ebenfalls gestürzt. Allerdings ist Abby sofort aufgestanden, aber anstatt weiterzurennen und um eine Medaille zu kämpfen, ging sie auf Nikki zu und half ihr auf. Aber eine Sekunde später stellte sich heraus, dass die Amerikanerin noch dringender Hilfe benötigte als sie. Beim Sturz hat sie nämlich das Kreuzband gerissen. Beim Anblick dieser Bilder kann man sich kaum vorstellen, dass man nach so einem Unfall noch gehen könnte. Doch Abby machte weiter und erreichte die Ziellinie. Anschließend haben sich die Sportlerinnen umarmt. Die beiden sind in den Endlauf über 5000 Meter eingezogen, obwohl sie als Letzte die Ziellinie passiert haben.
Derek Redmond ist trotz seiner sportlichen Leistungen nicht als genialer Athlet, sondern als Mann mit eisernem Willen in die Sportgeschichte eingegangen. Bei den Olympischen Spielen in Barcelona war er in guter Form. Dort hat Redmond seine Bestzeit im ersten Lauf gezeigt und im Viertelfinale gewonnen. Im Halbfinale hat er einen guten Start erwischt, doch plötzlich ist seine Popliteus-Sehne gerissen. Er blieb stehen und setzte sich dann auf den Boden. So stark waren die Schmerzen. Man wollte ihn verarzten, aber Redmond hat sich fest vorgenommen, das Rennen zu Ende zu führen. Koste es, was es wolle. Mit letzter Kraft humpelnd und hinkend begab sich der Athlet in Richtung Ziellinie. Sein schmerzverzerrtes Gesicht haben alle gesehen. Später hat sich ihm sein Vater, Jim Redmond, angeschlossen, der trotz aller Regeln die Stewards abgeschüttelt hat, weil er für seinen Sohn da sein wollte. Jim und Derek haben die Runde gemeinsam absolviert. Dabei stützte sich Derek auf die Schulter seines Vaters. Als die beiden die Ziellinie durchquert haben, wurden sie von 65.000 Zuschauern mit Applaus gefeiert. Der Vorfall fand ein breites Medienecho und der Läufer selbst gilt seitdem als Symbol für Mannesmut und Ausdauer. Philip Boyd ist ein Skifahrer und der erste Kenianer, der an Olympischen Winterspielen teilgenommen hat. Bevor er auf Skilanglauf umgesattelt hat, war er Mittelstreckenläufer und begann mit der für ihn damals neuen Sportart erst 2 Jahre vor den Olympischen Spielen 1998 in Nagano. Philip und sein Landsmann Henry Beetorg fuhren nach Finnland zum Training und als Sponsor dieses unglaublichen Projekts fungierte das Unternehmen Nike. Kenianische Skiläufer, das ist deine Ansage. Da Kenia bei diesen Olympischen Winterspielen nur einen Skifahrer an den Start schicken durfte, fiel die Wahl auf Boyd. Am Ende ist der 99. geworden und bei einem klassischen 10-Kilometer-Rennen als letzter im Ziel angekommen, was für eine Person, die mit dem Skilaufen erst 2 Jahre zuvor angefangen hat, eigentlich ein ganz gutes Ergebnis war. Aber das Interessanteste ist, dass die Siegerehrung mit Verzögerung begonnen werden musste, weil der Norweger Björn Dehli gewartet hat, bis Boyd die Ziellinie erreicht. Warum? Um ihn zu umarmen. Dem Kenianer hat diese Geste dermaßen gerührt, dass er seinen Sohn später nach Dehli benannt hat. Das Endspiel der Champions League 2001 konnte der FC Bayern München für sich entscheiden. Die Deutschen haben sich im Elfmeterschießen einen Vorsprung erarbeitet und anschließend den Pokal geschnappt. Denied by Kahn. And Bayern Munich. Damals hat Oliver Kahn, eine wahre Fußballlegende, im Tor des FC Bayern gestanden. Auf der gegenüberliegenden Seite des Spielfelds hat Santiago Canizares das Tor des FC Valencia verteidigt, der nach der Niederlage am Boden zerstört war. Der arme Torwart kniete, das Gesicht in den Rasen gedrückt und weinte. So hart hat ihn das Scheitern seines Teams getroffen, denn er war teilweise schuld daran. Und dann geschah eine der einprägsamsten Szenen der Fußballgeschichte. Kahn ging auf Canizares zu und fing an, ihn zu trösten, obwohl sie noch vor wenigen Sekunden Gegner waren. Allerdings gab Canizares später zu, dass er nichts davon, was der Torhüter des FC Bayern zu ihm sagte, verstehen konnte. So sehr hat ihn die Niederlage erschüttert. Im WM-Viertelfinale 2014 sind Kolumbien und Brasilien aufeinander getroffen. Die Brasilianer haben mit 2:1 gewonnen und der Stürmer der kolumbianischen Nationalmannschaft, James Rodriguez, konnte nach der Niederlage seine Tränen nicht zurückhalten. Er sagte, dass ein Schiedsrichter mehrere Fehler begangen hätte, obwohl das brasilianische Team tatsächlich sehr gut gespielt hätte. Ja, die Fußballer sind ziemlich emotionale Menschen und haben kein Problem damit, es auf dem Spielfeld zu zeigen, aber die allgemeine Aufmerksamkeit hat etwas anderes erregt. Die Sache ist die, dass David Lewis begonnen hat, den weinenden James zu trösten, obwohl er einer der Verursacher seiner Tränen war. It is David Luiz. Oh, extraordinary goal. Nachher haben die beiden ihre Trikots getauscht. Und übrigens, nicht nur Luis hat dem betrübten Kolumbianer Trost gespendet. Ein paar andere brasilianische Spieler haben sich mit ihm später auch unterhalten. Manche Leute stürmen während eines Matches aufs Spielfeld, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen oder um an ihre Idole möglichst nah ranzukommen. Das tat auch ein ganz junger Fan der brasilianischen Nationalmannschaft aus Südafrika. Allerdings wurde der Junge sofort von den Ordnern gestoppt und sie wollten ihn hinter die Absperrung bringen. Aber der Brasilianer Neymar hat mit ihm was anderes vor. Er trug ihn auf seinen Armen zu seinen Mannschaftskameraden, die ihn ziemlich lange in die Luft geworfen haben. Dabei schienen alle zufrieden zu sein. Der Knirps, die zahlreichen Fans, die Fotografen, die Sicherheitsleute und sogar die Fußballspieler. Man sagt, Neymar hätte Fotos von dieser Szene in seinem Instagram-Account gepostet. Wir an seiner Stelle hätten es auch getan. Der berühmte Basketballspieler LeBron James hat seinen jungen Fans in einem Vorsaisonspiel zwischen den Cavs und Atlanta viel Freude bereitet. Als Fan braucht man doch nicht viel, oder? In einer Pause hat sich LeBron neben die ersten Reihen gesetzt, 5 zugelaufene Kinder per Abklatschen begrüßt und mit dem Handy eines der Jungen ein gemeinsames Selfie zur Erinnerung geschossen. LeBron doing a selfie. You gotta love it. First NBA selfie.
Bei den Olympischen Spielen 2012 war der 16-jährige George Hoy als freiwilliger Helfer tätig. Dies ermöglichte ihm der Leichtathletikverband, in dem er trainiert hat, aber er hatte keine Ahnung, zu was sein Olympia-Engagement führen würde. Seine Hauptaufgabe bestand darin, verschiedene Kisten und Ausrüstung von Sportlern zu tragen. Deshalb war der Teenager hocherfreut, dass sich Usain Bolt höchstpersönlich neben ihm auf einem Lauf vorbereitet hat. Der berühmte Athlet hat seine Oberkleidung abgelegt und als letzter seine Mütze abgenommen. Anschließend hat er die Hand zur Faust geformt und gegen seine Faust gestoßen. Und als der Bursche sagte, dass ihm seine Mütze gefallen würde, hat er ihm sie einfach geschenkt. Zu totaler Begeisterung der Zuschauer und sicherlich von George selbst. Psst, Leute, Lust auf neue Technologien und coole Gadgets? Seid ihr gedanklich schon in Zukunft? Steht ihr auf große Maschinen und könnt euch euer Leben ohne Roboter nicht vorstellen? Dann schaut auf TechZone vorbei. Dort findet ihr jede Menge davon. Der Link ist in der Beschreibung. Haben wir euer Interesse geweckt? Ausgezeichnet!